Dragon Ball Z, die CD. 14 abgefahrene Songs aus der Manga-Kultserie. Echt die Härte mit coolem Mega-Z-Tattoo und dem Titelsong. Nichts für Weicheier, Dragon Ball Z, der offizielle Soundtrack zur TV-Serie. Jetzt auf CD und MC. Herzlich willkommen auf dem Kanal Ultimate Manga und Anime. Es gibt immer nur eine Wahrheit und hier findet ihr sie. Hallo meine durchgeknallten Otakus, heute stelle ich euch das physische Release der CD Dragon Ball Z, der offizielle Soundtrack zur TV-Serie vor. Diese CD ist nämlich damals am 16. November 2001 veröffentlicht worden. Da war ich 10 Jahre alt und jetzt bin ich einfach 32. Gott. Welchen Brustumfang hat die hier anwesende Erdenbewohnerin Bulma? Ihr Brustumfang misst 83,5 Zentimeter. Früher war er mal bei 87 Zentimetern, aber wie das bei Erdenfrauen so ist, hängen ihre Brüste inzwischen etwas herunter. Die Welt der reifen Frauen. Ihre Tür steht offen, aber will ich sie wirklich betreten? Nein, Sanji, dafür bist du noch nicht bereit. 22 Jahre her. Und es gibt jetzt von Sony ein Re-Release zusammen mit der zweiten Dragon Ball Z-CD. Also 2 in 1 bekommt ihr als MP3-Album. Gerne über meinen Link einkaufen, dann unterstützt ihr den Kanal. Und ja, dieses Mal ist aber erstmal die erste CD dran. Aus der TV-Werbung, auch hier, wenn ihr den Werbespot kennt oder irgendwo findet, dann schickt es mir gerne irgendwie in die Kommentare rein oder gebt auf Discord Bescheid. Ich sammle die Werbespots, damit ich die in diesen Videos eben einfügen kann. Und tatsächlich habe ich mir diesen Soundtrack als Erwachsener nochmal nachgekauft. Deswegen habe ich hier auch ausnahmsweise mal das extra mit dabei, das ich euch dann auch zeigen kann. Die CD hat damals Gold bekommen. Obwohl wir hier tatsächlich überhaupt keine Songs hatten, die auf der japanischen Fassung basieren, mit Ausnahme von Schala Hedschala, also dem ersten deutschen Dragon Ball Z-Titelsong, der eben auf dem ersten japanischen Dragon Ball Z-Titelsong basierte. Den haben wir dann auch als Original-TV-Intro, also eine Vollversion, eine kurze Version. Wo ist die Karaoke-Version? Also die Frage drängt sich mir da als erstes auf. Ich meine, gut, bei dem Monster Rancher Album kann man das natürlich auch kritisieren. Ne? Wir haben nirgendwo eine Karaoke-Version von Frei wie der Wind. Habe ich bei dem Monster Rancher Video ganz vergessen zu sagen. Ja, also das war etwas, was ich so ein bisschen schade fand, dass man das nicht hier dabei hatte. Ja, das Mega-Z-Tattoo zeige ich euch gleich. Hier seht ihr, wie das dann aussieht. Habe ich wahrscheinlich mir dann damals als Kind auch, ich meine, Leute, ich war 10 Jahre alt, mir dann irgendwo hingebappt, Wasser drüber und fertig. Und nach einer Woche sah das nichts mehr aus. Wie das immer so war bei diesen Tattoos damals. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingssongs von der CD sind. Ich muss sagen, mir gefielen Blauer Planet immer sehr gut. Ja, wenn der Angriff beginnt, ist auch nice. 7 ist mega nice. Ich glaube, 7 ist mein Lieblingssong von dem Album. Das fand ich schon ziemlich cool. Vollmond ist auch nice. Habe ich als Kind rauf und runter gehört, die Lieder. Tatsächlich habe ich mir den Soundtrack sogar als MC gekauft, also als Kassette. Weiß wahrscheinlich keiner von euch mehr, was das überhaupt ist. Aber ja, es gab damals Kassetten und in Autos war tatsächlich ganz selten ein CD-Player drin. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Obwohl, heutzutage sind wahrscheinlich auch schon keine CD-Player mehr in den Autos drin, sondern irgendwelche Anschlüsse für USB, dass man da mit seinem Handy Musik hören kann oder so. Aber ja, obwohl damals eben Kassette schon out war und CD eben weiter verbreitet war, waren in den Autos überwiegend noch Kassettendecks drin. Und deshalb habe ich diesen Soundtrack eben dann auch nochmal als Kassette haben wollen, damit wir den eben auch auf der Autofahrt immer hören konnten. Gott, meine Mutter hat echt was mit mir mitgemacht. Die arme Frau.
Ja, so muss eine Familie sein. Musste ständig irgendwelche Digimon-Hörspielkassetten auf den Autofahrten hören. Oder von Pokémon den US-Soundtrack. Oder halt hier die erste Dragon Ball Z-CD. Also Soundtrack als MC. Das waren so die Kassetten, die immer gehört werden mussten im Auto. Ach ja, das Tattoo gibt es sogar zweimal, sehe ich gerade. Und das Logo könntet ihr euch auch noch irgendwo hin tätowieren. Wobei ich finde, dass dieser Shenlong so ein bisschen geisteskrank aussieht, oder? Und in der Serie hat man ihn ja auch nie Feuerspeien gesehen. Aber sieht schon wahnsinnig geil aus, die Scheibe. Muss man wirklich sagen. Krasses Layout. Ja, das ist tatsächlich die letzte Szene aus dem Titelsong, die wir so in der deutschen Fassung gar nicht zu sehen bekommen haben. Weil unser deutsches Opening irgendwie eine spätere Version war von den Cell-Spielen schon. Wo Future Trunks zu sehen war schon und Son Goku schon zum Super Saiyajin wurde. Aber das letzte Bild vom Opening wäre eigentlich in den ersten paar Folgen dieses hier gewesen. Ja, im Hintergrund auch die 7 Dragon Balls. So, dann schauen wir mal das Booklet uns an. Also was hier auch sehr schön war, wir haben ja ein Wendecover, alles im edlen Metallic-Look. Ich glaube, das ist aus irgendeinem Broly-Film, ne? Broly kehrt zurück oder so. Also ich meine, dass Son Goku und Son Gohan hier schon erwachsen sind und Super Saiyajins. Muss auf jeden Fall einer von den späteren Filmen gewesen sein. Ja, ein bisschen random, dass die so ein Motiv genommen haben, weil es ja eigentlich der Soundtrack der TV-Serie ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Motiv schöner findet oder das hier. Ich glaube, ich finde das eigentlich geiler. Aber es passt für mich nicht so richtig zum Inhalt. Weil der Soundtrack ja hier nichts mit den Filmen zu tun hatte. Ja, hier könnt ihr wieder für euch einen Screenshot machen, wenn ihr sehen wollt, wer die Lieder gesungen hat oder eingespielt. Steht ja alles dabei. Was ich ja bis heute nicht verstehe, warum Vegeta bei seinem ersten Auftritt dunkelrote Haare hatte. Damals, als er noch von SpongeBob gesprochen wurde. Santiago Ziesma. Wo es ja dann heftige Fanproteste gab. Du wurdest auf einen Planeten ohne echte Gegner geschickt, wie alle Saiyajins zweiter Klasse. Du bist doch nur eine Missgeburt. Ja, also dass man hier den Super Saiyajin Son Goku sieht, finde ich, passt auch nicht so richtig dazu, dass das hier der Soundtrack von der ersten Hälfte der Serie war. Also auch hier Trunks und Son Goten haben da für mich nichts verloren gehabt oder Gotenks noch weniger. Ich glaube, da sind sie im Inneren von Buu. Das hat dann natürlich damals auch sehr gespoilert. Ja, hier haben wir so eine Eislandschaft wieder im Hintergrund. Das passt dann schon eher, Raditz und Piccolo. Aber Mr. Satan auch für mich hier nicht passend. Petra Scheeser hat hier auch irgendwelche Songs performt. Was war denn nochmal von Petra Scheeser gesungen? Ah, hier, Auf dünnem Eis. Der Song ist von Petra Scheeser. Ja, den könnte sie eigentlich dann, wenn sie davon mal irgendwie eine Karaoke-Version erstellen könnte, sich das irgendwie reproduzieren ließe, könnte sie dann auch auf der Bühne performen, theoretisch. Müssten ja echt viele Leute kennen, weil wenn die CD hier Gold bekommen hat, haben die halt auch viele gekauft damals. Und besessen und rauf und runter gehört und so. 7 ist unsere Zahl. Unsere Zahl. Also manchmal macht der Junge mir Angst. Ja, und das hier ist ja ein Bild aus dem Ending von Son Gohan.
Und natürlich darf Werbung für den Comic nicht fehlen. Sogar hier direkt mit Coupon, dass man das Ding abonnieren kann, oder was? Ja, krass. Direkt mit Abo-Coupon. Aber ganz ehrlich, wer hat das Ding denn abgeschnitten und diesen Coupon eingeschickt? Das hat doch keine Sau gemacht. Ja, da lief das schon eine ganze Weile, das Magazin. Also hier ist es schon ein relativ spätes Covermotiv. Sony BMG. Ja. Ja, ich glaube, mehr gibt es zu der CD eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, da war tatsächlich der zweite Soundtrack schon ein bisschen interessanter. Aber das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Und ich hoffe, das ist für euch vielleicht sogar interessant, wenn ich dann immer auch so meine Kindheitserinnerungen dazu erzähle. Kann ja auch sein, dass ihr euch denkt, boah, laber nicht, es interessiert keine Sau. Wir hatten heute wieder ganz schön viel Spaß. Und morgen wird es bestimmt noch toller. Stimmt's, mein kleiner Hamtaro? Dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich kann es auch lassen. Aber ich finde, wenn ich die CDs schon mal so im Einzelnen vorstelle, dann gehören meine persönlichen Kindheitserinnerungen, die ich damit verbinde, natürlich auch dazu, oder? Dann könnt ihr das vielleicht auch eher nachempfinden, was das so für eine Zeit gewesen ist, auch wenn ihr das nicht mehr miterlebt habt, weil ihr dann ja vielleicht noch gar nicht auf der Welt wart oder das aus welchem Grund auch immer an euch vorbeigezogen ist. Und ich muss jetzt dringend aufstehen, meine Füße sind eingeschlafen. Das kann ja jetzt was werden. Tipp-User, meine Füße sind schon ganz taub. Lass uns von hier verschwinden. Sei nicht so empfindlich, ich bleibe. Ihr könnt euch auch gerne so hinsetzen, wie es euch am bequemsten ist. Danke, aber wir sitzen sehr gut so. Ja, also wie gesagt, freut euch beim nächsten Mal auf ein detailliertes Video zu dieser CD hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey, hier spricht euer Mausebein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut unbedingt auch mal auf Instagram und Discord vorbei, wo die richtig coolen Detective Boys abhängen.